Rand und eine in die Mitte. Dann müsste es ganz gut sein. So, die Steuereinnahmen sind definitiv runtergegangen. Jetzt ein ganzes Stück. Aber noch geht es und es ist sogar Forderung nach neuen Gewerbegebieten und Wohngebieten. Palette Brennstoff AG. Witzig. Ist das Forstwirtschaft? Das ist tatsächlich Forstwirtschaft. Nicht schlecht. Strom ist viel verfügbar, weil die Wirtschaft im Moment erstmal wieder runtergegangen ist. Aber ich glaube, jetzt sind wir über den Berg, würde ich behaupten. Steuern gingen wieder rauf, 1400 jetzt. Es gründen sich neue Unternehmen und Wohnbereiche werden benötigt. Ich glaube, wir machen unserer Bevölkerung mal einfach, damit sie leckere Hühnchen genießen können, noch ein paar Kentucky Fried Chicken Läden hier hin. Und auch hier in der Einkaufsstraße muss natürlich ein KFC sein. Naja, und die Arbeiter brauchen auch ein KFC. Dann ist die Laune auf jeden Fall super. Von allen. Und Bildung kriegen wir auch gleich noch hoch. So ein bisschen ist die Bevölkerung sogar runtergegangen. Erstaunlich. Gewerbe ist jetzt im Moment nicht so akut benötigt. Dann werden wir doch hier die Forderung nach Wohngebiet erfüllen. Hier mache ich meine Gewerbegebietsgrenze. Sprich eine Grenze, die quasi Wohngebiete von Industriegebieten schützt. Und dann müssen wir noch ein paar neue Straßen hinzimmern. Strom sieht sehr gut aus im Moment. Forstwirtschaft braucht natürlich auch weniger Strom. Kann das einfach sein? Diese Logik würde sich mir zumindest erschließen. Das ist natürlich ein Wissen, das man echt haben sollte. Schlicht. Super. Okay, ich sehe Pfeile nach oben, die bedeuten, es geht uns gut, wir upgraden uns selbst. Jetzt müsste ich natürlich die Schulen noch umziehen, aber das kostet auch wieder Geld. Ich warte erstmal, setze eine neue Schule hin und ziehe dann nach und nach um. Kostet sowieso schon genug, der ganze Kram. Das kostet mich auch viel zu viel. Ich möchte nichts bauen gerade. So, an der Autobahn, da werden wir natürlich nicht viel bauen. Wenn wir bauen, kommen da Bürotürme hin oder Gewerbegebiet. So, wir haben Geld für Schule. Zack, da haben wir es. Ich baue die mal ein Stück weit weg von der Straße. Weil diese Straße könnte irgendwann zu einer größeren werden. So. Ich möchte eigentlich nicht zu viele. Machen wir es so. Bisschen Verschwendung, aber nun gut. Okay, das ist die letzte freie Schule. Die setzen wir mal auch wieder mit ein bisschen Abstand zu den größeren Straßen dorthin. Jetzt haben wir eine Kapazität für Grundschulen, die deutlich höher ist als Bevölkerung. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich zeitnah ein bisschen mehr Bevölkerung kriegen werden. Nicht genügend Geld. Haben wir damit gut vorgesorgt. So. Ja, wir brauchen auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Bevölkerung. Das heißt, alles Geld, was reinkommt, muss erstmal in Straßen und dann auch Wohnungsgebiete gesteckt werden. Aber, wobei die Wohnungsgebiete ja nicht wirklich was kosten. Was brauchen wir? 1600. Das ist gleich drin, hoffe ich. Ich warte jetzt mal. Und man sieht schon, wie unglaublich viele Arbeitsplätze entstanden sind durch die Forstwirtschaft. Das finde ich schon extrem. Ich möchte irgendwie versuchen, möglichst wenig. Kommt das hin? Kann man das machen? Das kann man machen. Aber ich hätte das lieber so.
Ich möchte möglichst wenig Kreuzungen haben. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das genau baue hier. Und dieser Art muss das sein. 1100 brauchen wir dafür. Und nochmal 300. Komm schon. So. Aber was wir in jedem Fall schon mal machen können hier. Wasser da lang, Wasser da lang. Kein Geld. Tadam. Und 920. 880, die uns fehlen. Es ist wirklich ganz, ganz wenig, was dann jetzt fehlt. So, hey, geschafft. Und zack, Wohngebiet. Jetzt ziehen unglaublich viele Leute ein und ich fürchte, jetzt wird die Wasserverfügbarkeit und Co. runtergehen. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ich lasse es mal erstmal so. Ich denke mal, dass das wird sich noch bessern. Ja, es wird sich bessern. Wir sind jetzt bei 43. Vorhin war es irgendwas bei 30. Das kommt schon hin. Was wir auf jeden Fall jetzt bald mal ändern müssen, ist der Müllverbrennungs-Verarbeitungsstatus. Da hinten ist tatsächlich noch Ekelindustrie. Ups. Und wir brauchen auch einen Bereich, in dem wir die Müllhalden und die Recyclingzentren deponieren. Das sollten wir auch bald tun und die natürlich aus unserem normalen Umfeld quasi rausnehmen. Dieser Art. Du bist ein Recyclingzentrum. Ich setz dich mal dahin. Du bist ein Recyclingzentrum. Kommst mal dahin. Strom ist da, Wasser ist da, sollte alles funktionieren. Und wir brauchen natürlich noch Geld für ein weiteres Recyclingzentrum. So, ein bisschen Schmutz ist hier noch. Da natürlich, wo ich gerade das Gebiet noch etwas erweitert habe. Und wo die Recyclinggebäude standen. Aber sonst ist das mittlerweile okay. Und es sind viele Leute eingezogen und es wird wieder nach Industriegebiet geschrieben. Bin jetzt am überlegen, ob wir das hier oben hinpacken oder wo. Das ist echt eine gute Frage. An sich könnten wir... Wie sieht es eigentlich aus? Können wir mittlerweile eine Autobahn bauen? Wir können mittlerweile Autobahnen bauen. Das heißt eigentlich... Ah, okay. Was kostet uns dieser Kreisverkehr? Der kostet 7000 Euro. Ich würde am liebsten hier einen Kreisverkehr hinsetzen. Und dann quasi so erstmal so stadtautobahnmäßig zwischendurch Kreisverkehre, die quasi unsere Ausfahrten bilden. Das fände ich eigentlich ganz gut. Müssen wir nur überlegen, wie wir es realisieren, weil ist halt schweineteuer. Und wir dürfen uns nichts vormachen. Wir brauchen weitere Industrie und die braucht eigentlich ja auch eine gute Verkehrsanbindung. Also es geht Hand in Hand gerade. Ich spare jetzt ein bisschen Geld. Und schau mal, dass ich einfach Industrie irgendwo hinsetze, wo wir ohnehin Gebiete haben, damit wir nichts bauen müssen. So in etwa. Wie weit geht das Gebiet da? Okay. Derart, derart. So. Ja, das ist okay.
Damit haben wir ein bisschen mehr Industriegebiet zugewiesen. Aber ich denke mal, wir brauchen so 15.000 sicherlich, um hier diesen Anschluss zu korrigieren. Was sagt der Verkehr? Der Verkehr ist natürlich auf der Pufax-Straße ziemlich hoch. Zumindest in diesem Bereich. Und das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall, kann man sehen, was ich meine? Und ich schalte mal zurück. Hier in diesem Bereich brauchen wir auch auf jeden Fall eine Anschlussstelle, sprich hier nochmal einen Kreisverkehr. Das führt dann wesentlich direkter ins Industriegebiet. Und bald haben wir die 15.000, das ist okay. Wie sieht's aus mit der Bildung? 42%, es ist ein bisschen runtergegangen, weil wir viele neue Bürger haben, die natürlich jetzt auch erstmal grundgebildet werden müssen. Ich habe ein bisschen Schiss jetzt, die Anschlussstelle anzupacken, ehrlich gesagt. Obwohl, das ist hier absolutes Verkehrschaos, ne? Wir müssen hier was tun. Ein bisschen Sorge besteht, dass ich eher was kaputt mache, als dass ich was repariere. Verbleibende Zahlung 10.000 und 50.000 bei dem anderen. Geht alles. Okay, 17.000, ich pausiere und traue mich. Pufax-Straße, ein Teil abreißen. Und dann, ich will nicht zu viel machen, schauen wir erstmal. Das ist ein großer Kreisverkehr. Ich baue erstmal einen kleinen Kreisverkehr hin. Dann brauchen wir hier Autobahn. So und so. Drauf zu, weg. Und die Pufaxstraße. Ich hoffe, sie heißt dann auch weiterhin Pufaxstraße. Können wir sie vielleicht... Moment. So, wenn ich von hier aus baue, müsste es in jedem Fall die Pufaxstraße sein, ne? So. Und so. Hallo? Straßennamen? Ah ja. Pufaxstraße, jawohl. Nein! Sie heißt hier anders. Verdammt. Warum? Okay, es tut mir furchtbar leid. Aber es ist offenbar hier eine andere Straße geworden. Warum auch immer. Das ist jetzt die Pappelstraße. Aber man sieht, glaube ich, jetzt schon, der Fluss ist besser. Viel besser. Ne? Also es fließt wesentlich schneller ab als bei klassischen Kreuzungen. Das bedeutet, ich weiß jetzt nicht, ob hier eine Autoausfahrt besser wäre oder einfach hier, dass wir da gerade runterfahren. Eigentlich vermute ich eher dieses. Dann müssen wir nicht durch Wohngebiete. Ich baue jetzt mal von hier. Na. Zack. Und zack. Und zack. Das heißt, wir haben auch gar nicht so viel Geld gebraucht. Klöp, 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 klöp. Und das passt doch fast perfekt. Moment. Erstmal die Anschlüsse hier. Schön, dass das auch schon